Ich bin wieder mal über ein ganz nettes Spiel gestolpert, und zwar 4 Gewinns. Und ich habe mir gedacht, das Ganze kann man doch auch im Minecraft realisieren. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Aber bevor ich euch das Ganze jetzt zeige, kommt jetzt das Intro. Ja, hallo und wieder mal herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute dieses coole kleine Minispiel zeigen, wo man halt 2 Leute zum Spielen braucht. Also wäre das für einen Server eine ganz coole Sache, wenn ihr das auf einem Plot macht oder so. Und zwar ist es 4 Gewinns, das heißt, man kann hier Blöcke runterfallen lassen. Und zwar hier ist jetzt der schwarze Spieler und auf der anderen Seite der rote Spieler. Und sobald 4 dann in einer Reihe sind, hat derjenige Spieler dann gewonnen. Und sobald er gewonnen hat, kann man das hier runterfallen lassen. Das wird alles gesammelt in der Truhe hier. Und dann kann man die wieder rausnehmen und oben wieder raufbauen. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch kurz. Und zwar das Herzstück dieses Spiels ist eigentlich genau so diese kleine Funktion. Und zwar haben wir hier eine Piste, welche eigentlich die ganze Zeit ausgefahren wird. Das wird durch dieses Ding hier gemacht, also durch den Redstone, die was hier einfach schaut, also die was hier den Block powert. Und sobald ein Knopfdruck geschieht, wird dann ganz kurz mit einer Verzögerung dieser gepowert. Und durch die Verzögerung kann der Block ganz kurz runterfallen und der wird sofort wieder gepowert und dann runtergeworfen. Und somit können wir dieses Spiel dann einfach so spielen, indem dass wir hier das aufbauen und auf der anderen Seite auch. Ja, und wie funktioniert jetzt der Mechanismus, damit alles gelöscht werden kann? Das ist eigentlich wie bei einer ganz normalen Jet-Tür. Es ist hier, zuerst wird hier das Ganze verzögert, geschaltet und hier wird das alles sofort geschaltet. Und dadurch, dass die Pistons hier vorher noch nicht dort sind, sind sie noch nicht ausgefahren. Und sobald sie dann ankommen, sind sie bekommen sie Strom und fahren sofort aus. Und sobald ausgeschaltet wird, fahren sie sofort wieder ein. Und erst nach einer gewissen Zeit gehen sie komplett zurück. Ja, und ich würde sagen, bauen wir mal ein paar Elemente dieses Spiels. So, auf die Ressourcen werde ich jetzt bei diesem Spiel eher weniger eingehen, da das eigentlich ziemlich skalierbar ist und recht unterschiedlich. Aber für ein Top-Element benötigt ihr 2 Redstone-Fackeln, einen Kolben und einen Knopf. Ja, und so ein Top-Element bauen wir gleich. Und zwar legen wir hier zuerst unseren Kolben hin. Dann geben wir hier unsere Power hin. Und das wird dann einmal von der Seite her gepowert und einmal von unten. Und nun können wir da einfach unseren Knopf drauflegen und sobald wir dann drücken, fährt sich das kurz ein und wieder aus. Und jetzt können wir da jetzt Sand oder sonstige Trockenzement hinlegen. Sand ist halt jetzt am günstigsten und sobald wir drücken, fällt das runter. So, jetzt haben wir sozusagen den ersten Spieler fertig. Dann müssen wir das Ganze auf der anderen Seite aufbauen. Das baue ich jetzt einfach kurz, das heißt 2 Blöcke Unterschied am Anfang. Dann setzen wir hier unsere Fackel hin, die Fackel hier oben. Und voilà, die zweite Seite ist eigentlich grundlegend schon mal fertig. Und da können wir jetzt etwas anderes einfach verwenden, zum Beispiel Gravel oder auch wieder Trockenzement. In dem Fall nehmen wir mal grün, ist ja völlig egal. Und das können wir natürlich dann auch nach oben bauen. Das wird dann einfach so wiederholt und 8 Blöcke oder so nach vorne gebaut. So, jetzt müssen wir nur mal 4 hier unten unsere Plattform bauen und danach können wir das Ganze gleich mal weiterbauen. Also das ist, geht eigentlich immer gleich weiter. So, also vorerst brauchen wir mal unseren Schiebel oder Schalter. Ist egal, ich hätte jetzt eigentlich Schalter was gesagt. So, dann brauchen wir hier ein Redstone-Signal auf der Stufe 2. Und nun können wir hier gleich, sozusagen wenn wir das powern, geht das so hin und unsere Pisten hier hinstellen.
Und das muss jetzt eigentlich immer eins höher gestellt sein. Das heißt, hier bauen wir das Ganze auch noch eins höher. Ist jetzt eigentlich egal, ich stelle jetzt den Verstärker hier auf Stufe 2 hin. Und das Ganze bauen wir jetzt einfach immer weiter so rüber. Je nachdem, wie viele Elemente wir jetzt bauen. Ich fahre das Ganze jetzt wieder ein, geht für mich einfacher. Und dann bauen wir das mal 8 mal nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt wird es wieder nachts, jetzt wieder auf Tag. Und hier verlängern wir einfach unsere Leitungen. Und grundlegend hätten wir das jetzt mal. So, das Ganze machen wir jetzt mit den Elementen hier oben auch. 1, 2, 3. So. Es ist natürlich im Survival dann ein bisschen schwerer zu bauen, das verstehe ich schon. Aber es sollte eigentlich trotzdem gehen. So. Auf der anderen Seite nochmal das gleiche. Jetzt setzen wir überall die Knöpfe hin. Ich schalte das jetzt für mich ein. Das Ganze können wir jetzt auch noch hier zubauen. Und auf der anderen Seite brauchen wir dann einen Teppich, damit wir das gut verkleiden können. In dem Fall nehme ich jetzt den roten Teppich, sieht am schicksten aus. Und voilà, unser Spiel ist eigentlich so gut wie fertig. Wir können jetzt schon unsere Blöcke setzen. Das Ganze kann man natürlich dann auch so hoch bauen, wie man will. Ich habe das jetzt ziemlich, ich muss sagen, niedrig gebaut. Wäre in dem Fall vielleicht besser gewesen, wenn ich das Ganze noch ein Stückchen nach unten gesetzt hätte, so wie ich es vorher hier herüben gebaut habe. Also in dem Fall so 4 Blöcke zumindest Unterschied, dass man gut stehen kann. Ja, ich hoffe trotzdem, dass dir dieses Tutorial gefallen hat und falls es dir gefallen hat, wäre es mega cool, wenn du einen Like da lässt. Natürlich würde ich mich auch voll freuen, wenn du ein Abo da lässt und einen Kommentar. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann!